Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Schön, dass Sie dabei sind bei unserem geistlichen Impuls aus der Kirche St. Martin an diesem Sonntag. Was uns, Sie und uns, die wir hier in der Kirche sind, verbindet über die ganze Distanz, ist der Glaube, dass Jesus jetzt bei uns ist und dass es ihm gelingt, sozusagen untereinander die Brücke zu schlagen, sodass wir eine große Gemeinschaft sind über ganz verschiedene Orte und Regionen hinaus. Wir glauben, dass Jesus jetzt bei uns ist und dass er jetzt zu uns spricht, dass er eine Botschaft an uns hat. Hören wir ihm zu. Aus dem Markus-Evangelium. In jener Zeit kam ein Aussätziger zu Jesus und bat ihn um Hilfe. Er fiel vor ihm auf die Knie und sagte: Wenn du willst, kannst du mich rein machen. Jesus hatte Mitleid mit ihm. Er streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte: Ich will, werde rein. Sogleich verschwand der Aussatz und der Mann war rein. Jesus schickte ihn weg, wies ihn streng an und sagte zu ihm: Sieh, dass du niemandem etwas sagst, sondern geh, zeig dich dem Priester und bring für deine Reinigung dar, was Mose festgesetzt hat, ihnen zum Zeugnis. Der Mann aber ging weg und verkündete bei jeder Gelegenheit, was geschehen war. Er verbreitete die Geschichte, sodass sich Jesus in keiner Stadt mehr zeigen konnte. Er hielt sich nur noch an einsamen Orten auf. Dennoch kamen die Leute von überall her zu ihm.
kann sich dem nicht entziehen, dem Thema Krankheit. Im Moment ist es gefühlt allgegenwärtig. In den Medien, in den Gesprächen, in der ganzen Gesellschaft. Dem Thema Krankheit kann man sich nicht entziehen. Wohl aber, so merke ich es, den Kranken selbst. Und wenn es nur unter dem vermeintlich über allem stehenden Gebot der Distanz geschieht. Jesus entzieht sich nicht. Es ist, finde ich, ganz schön krass. Obwohl er weiß, dass der Mann, der auf ihn zukommt, hoch ansteckend ist. Er hat Aussatz, eine ganz furchtbare Hautkrankheit, bei der einzelne Körperglieder langsam verfaulen. Und trotzdem berührt Jesus ihn. Das ist so, wie wenn jemand sich in den Atem eines Corona-Kranken stellt und ihn dann noch küsst. Ich finde es eine enorme Provokation von Jesus. Aber auch sehr typisch für ihn. Jesus nimmt in dem Moment, als er den Kranken berührt, das Übel des Menschen an. Ja, er lässt sich davon anstecken. Doch gleichzeitig geschieht das Wunderbare. Es ist eine, wenn Sie so wollen, gegenseitige Infizierung. Auch Jesus steckt den anderen, den Kranken, an mit der Berührung. Aber nicht mit etwas Schlechtem, sondern mit dem Guten, mit dem Heil. Und der Leidende wird gesund. Natürlich, ganz so untypisch ist das zurzeit auch wiederum nicht, was Jesus tut. Wie viele Ärzte und Pflegekräfte wagen nicht nur in dieser Zeit die Berührung und den Kontakt mit Kranken. Freilich unter Sicherheitsmaßnahmen, aber trotzdem nicht immer ungefährlich und mit einem gewissen Risiko behaftet. Die Botschaft des Evangeliums nun ist aber wohl nicht, dass jede und jeder von Ihnen oder auch ich als Seelsorger mich von Menschen mit ansteckenden Krankheiten infizieren lasse. Allerdings ist die Frage schon, wie gehe ich mit kranken Menschen um, auch in dieser Zeit? Sei es, dass sie psychisch oder körperlich krank sind. Neben Corona gibt es ja immer noch viele andere Arten von krank oder gebrechlich sein. Gerade als jüngerer Mensch kann ich es nachvollziehen, dass manche sich schwer tun mit Hilfsbedürftigen. Aber ich habe in meinem Leben gerade durch das Mitpflegen meiner beiden Großmütter gelernt, einen anderen Blick auf Pflegebedürftige oder kranke Menschen zu haben. Es gibt viele davon, sicher auch ganz nahe in Ihrer Umgebung. Wie können Sie bei allen Sicherheitsvorkehrungen, die sind wichtig, sich diesen Kranken nicht entziehen? Wer braucht gerade Ihre Zuwendung? Welches Zeichen der Zärtlichkeit können Sie diesen Menschen schenken? Mit welchem Blick begegnen Sie ihnen? Nicht nur Krankheit ist ansteckend. Auch das Gute, die Freude, die Kraft und die Stärke. Nicht nur der Kranke kann Sie infizieren, auch Sie können es. Lassen Sie sich vom Guten anstecken und stecken Sie andere mit dem Guten an.
beten wir. Gott, du liebst deine Geschöpfe und es ist deine Freude, bei uns Menschen zu wohnen. Gib uns ein neues und reines Herz, das bereit ist, dich in anderen Menschen zu erkennen, dich aufzunehmen und den Menschen in Güte zu begegnen. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Dazu stärke und segne sie, der lebensspendende und der gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.